Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu F1 2021. Heute mit dem großen Preis von Mexiko. Rein geht's ins Qualifying. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Heia. Ordentlich quer gekommen beim Kurvenausgang, aber ich bin noch ordentlich voll im Red Bull. Ah, no. Nicht gut. DS-Kurven habe ich leider komplett verbaselt. Alter. P9. Immerhin. Ist okay. Ärgerlich ist es, dass ich ungefähr eine Zehntelsekunde gebraucht hätte, zum Beispiel zu P6. Also so extrem wenig hat, so extrem viel hat da nicht gefehlt, zum Beispiel auch zu P5 sogar. Charles Leclerc, Bottas, Vettel und Verstappen waren da schon ein bisschen weiter weg. Aber in der WM fehlt uns auch nicht so super viel, nämlich zu Max Verstappen. 8 Pünktchen Rückstand haben wir. Wir haben aber allerdings auch unsererseits 23 Punkte Vorsprung zu Sebastian Vettel. Heißt, wir haben sogar Chancen, P2 hier in der Fahrermeisterschaft zu halten. Und in der Konstrukteursmeisterschaft könnten wir ebenfalls P2 halten, nämlich gegen Mercedes und Ferrari. Gucken wir mal, wie es läuft. Bei den Regeln wird es ein paar Änderungen geben, womit ein paar Sachen zurückgesetzt werden. Und ich werde auf jeden Fall mich dran setzen, hier alles Mögliche mal zu sichern. Das machen wir einfach mal nach dem Rennen. Ich meine, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und beim Chassis haben wir tatsächlich jetzt die ersten 2 Brems-Upgrades. Deswegen ich das quasi auch unter anderem mit ABS gefahren bin, weil ansonsten ist es wirklich nahezu unfahrbar. Und ich werde auch im Rennen mal gucken, was wir damit machen werden. Aber gehen wir erstmal rein. Ich werde jetzt erstmal versuchen, ohne ABS zurechtzukommen. Ab geht's in den Mexiko GP. Der Plan für heute ist, eine SMS-Strategie zu fahren, also Soft, Medium, Soft. Vielleicht lassen wir sogar die Softs am Ende nochmal aus und fahren eine 1-Stop. Mal gucken. Wir starten auf jeden Fall von P6. Es gab einige Positionsverschiebungen anscheinend. Mal gucken, ob da auch ein Red Bull drunter war. Ich hoffe, Verstappen. Gehen wir aber erstmal ins Rennen. Okay, die Red Bull starten ganz vorne. Mercedes ist da jetzt außen, Hamilton. Und die Classic F1 2021 KI Dive Bomb. Diesmal in Form von Ricciardo. Oh, aber ohne größere Vorkommnisse die Runde 1 oder Kurvenkombination 1 überstanden. Oh, 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 oh. Eieiei. Na gut, der Alpine lebte da kurz gefährlich, Sergio Perez. Sebastian Vettel führt das Feld aktuell an. Sehr schön. Das ist gut für mich, für die WM, denn damit kommt er zwar vielleicht näher, je nach Rennausgang, aber Stand jetzt, wenn das Rennen so ausgehen würde, wird Verstappen halt nicht diese 25 Punkte holen. Schon mal gut. Jetzt muss ich gucken, wann ich Perez angreifen kann, wenn überhaupt. Ich muss hier richtig, richtig pushen, damit ich halbwegs den Anschluss nicht verpasse. Es sind immer wieder so 8, 9 Zehntel zwischenzeitlich. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr als eine Sekunde, ehe ich dann wieder ein bisschen aufschließen kann. Aber aktuell muss ich halt alles geben, auch mein ganzes ERS, damit ich hier in der Gruppe bleibe. Gut, im Zweifel kann ich auch einfach hinter Ricciardo herfahren. Aber es ist halt wichtig, mit den ganzen Leuten hier gerade mitzuhalten, einfach damit ich hier schön, ja, möglichst viel Pace rausholen kann. Mit DRS und Windschatten ist es auch vor allem in Mexiko deutlich einfacher, vor allem in einem etwas langsameren Auto. Ja, sieht ganz gut aus aktuell. Auch wenn ich jetzt die Position gegen Ricciardo wohl verlieren werde. Und Max Verstappen ist raus! Oder er hat Probleme im Auto. Als wäre es geskriptet, dass ich hier einfach kommentiere und jetzt mittendrin ist Max Verstappen bei Problemen oder was? Are you serious? Und das werden wir uns natürlich die nächsten Kurven noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was genau ist mit Max Verstappen los? Ist er hier eventuell schon in den Kurven langsam? Oh Gott, ich habe da auch... Irgendwas hatte ich gerade auch.
das hat sich gerade super strange angefühlt, wie das Auto nach innen gezogen ist. Okay, ich bin über eine Sekunde weg. Also erstmal kein ERS verwenden hier. Einfach Ricardo rankommen lassen, ist okay. So, und sobald er vorbei ist, ein bisschen ERS nutzen, damit ich direkt im Windschatten bleibe. Auf geht's. Vielleicht muss ich sogar doch direkt Hamilton ziehen lassen, aber gucken wir da weiter vorne. Da kämpfen auf jeden Fall jetzt die beiden Red Bull ein bisschen gegeneinander. Aber ich glaube, Verstappen führt immer noch. Vielleicht gar nicht so schlimm aktuell, wenn er mit Problemen führt. Natürlich sollte er hoffentlich möglichst weit zurückfallen. Nee, er fällt schon zurück, er fällt zurück. Vettel hat die Führung übernommen und Verstappen ist jetzt nur noch auf der 3. Unfassbar! Das könnte sein. Das könnte das Comeback in der WM werden. Hat sich schon in Singapur angedeutet und jetzt nochmal. Da haben wir Verstappen auch direkt schon vor uns. Und der Alpine wird noch auf dieser Geraden, denke ich mal, vorbeiziehen. Auch wenn Verstappen noch DRS hat. Auf der nächsten Geraden spätestens wird, denke ich mal, Daniel Ricciardo hier vorbeiziehen. Oh, oh, oh. Und der Ferrari ist auch noch dabei. Es ist fast ein 3-Wide. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hätte fast an Ricciardo vorbeiziehen können. Differential sagt nein. Bitte was? Ah. Boah, jetzt kann ich wirklich an Ricciardo vorbeiziehen. Oh! Unfassbar! Geiles Manöver! Alter! So, ran an Max Verstappen. Let's go. Oh Gott, der hat Probleme auch in den schnellen S-Kurven. Eieiei. Ja, jetzt verliere ich den Anschluss zum Alpine leider. Ich darf natürlich nicht vergessen, dass auch Sebastian Vettel noch Konkurrenz ist. Mach's gut, Max. Und Sebastian Vettel ist an der Box nach 10 gefahrenen Runden. Gucken wir nochmal ganz kurz, wie der Reifenabrieb bisher ist. 50%, 5% pro Runde. Bedeutet also, ich könnte, wenn ich bis 75 hochziehen will, 15 Runden jetzt fahren. Und dann 21 auf den Mediums. Wenn das alles klappt, dann klappt's. Okay, ich bin spannend, dass Valtteri Bottas noch gar nicht an der Box war. Der fährt noch länger. Mal gucken, wie lange überhaupt. Carlos Sainz und George Russell ebenfalls noch nicht an der Box gewesen. Ja, also vielleicht planen die auch noch einen Stopp. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass das meine Winning Strategy ist. Und Sebastian Vettel ist gar nicht so gigantisch weit weg. Der ist jetzt nur 12 Sekunden hinter mir. Also den zu besiegen wird schwierig, aber vielleicht geht's bis P2 oder so hoch für mich. Mal gucken. Und da hat's gekracht. Ich glaube, Mick war involviert. Ach nee. Es fängt schon fast so an wie im Real Life. Oh Gott, das ist ein VSC. Oh, Sergio Perez ist raus. Lando Norris ist raus. Safety Car ist auf der Strecke. Safety Car ist auf der Strecke. Es könnte. Charles Leclerc ist raus. Nein, das sind alles Autos. Das sind alles Fahrer, wenn die in ihren aktuellen Autos wären. Also Perez zum Beispiel im Red Bull. Perez, Leclerc im Ferrari. Dann könnte mir das echt helfen. So, ich hole mir die Mediums ab und dann fahren wir durch. Ich glaube, ich werde auf Platz 4 oder so wieder rauskommen. Auf geht's. Auf geht's. Ich werde hinter Vettel wieder rauskommen. Unfassbar. Das könnte echt crazy werden, Leute. Crashgate 2.0. Wie Mick Schumacher Dave den WM-Titel eroberte. Und Valtteri Bottas führt jetzt das Rennen an. Unfassbar. Durch den Boxenstopp während des Safety Cars ist Valtteri Bottas jetzt vorbei an Sebastian Vettel. Unglaublich. Und jetzt haben wir Carlos Sainz und George Russell hinter uns direkt. Also, ich werde versuchen, hier durchzufahren, ne? Wie gesagt. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich darf maximal 3% Abrieb pro Runde haben. Dafür haben wir aber auch jetzt 2-3 Runden hinterm Safety Car. Also, es könnte gut passen. Ich werde versuchen, möglichst die linken Reifen nicht zu belasten. Das ist jetzt das Wichtigste. Also wirklich sehr langsam durch die Rechtskurven durch. Und auch beim Anbremsen für Linkskurven aufpassen. Alright, ihr Lieben. Weiter geht's gleich mit dem Rennen. Ja, also für mich lautet die Mission ganz, ganz klar Reifen schonen. Habe ich ganz gut auch schon...
während der Safety-Car-Phase gemacht. 3,5% pro Runde darf ich mir jetzt draufschaufeln. Denn wir haben 21 Runden, in denen wir mit diesen Reifen hier pushen müssen. Und Sebastian Vettel, der zeigt sofort, der meint es ernst. Der hat ältere Reifen als Bottas, trotzdem greift er sofort an. Und der Ferrari hätte mich hier fast abgeschossen, meine Güte, ey. Alter, was geht denn ab? Und wir haben Williams auf 6. Was geht? Okay, läuft. Irgendwie gerade ein sehr cooles Rennen. Sobald Sainz und Russell vorbei können, werde ich die auf jeden Fall auch vorbeilassen. Das sind keine Rivalen für mich, was den Rennausgang angeht. Sei denn, es kommt ein spätes Safety Car. Da ist schon der nächste Alpha Tauri neben der Strecke. Aber die müssen mich auf jeden Fall mitziehen. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich muss Vettel besiegen vielleicht. Oder Bottas. Oder beide. Okay, let's go. Russell, komm vorbei. Danke. So, das muss jetzt passen. Jetzt muss er... Kimi Räikkönen, by the way, Williams auf Platz 6. Ich fasse es nicht. Es ist unfassbar, was hier gerade abgeht. Ja, Russell muss mir jetzt Windschatten spenden. Ich habe auch das ganze ERS gespart, um möglichst lange bei ihm direkt im Windschatten bleiben zu können. Und vorne fighten Bottas und Vettel. Das ist optimal. Die hatten bis jetzt 1,5 Sekunden pro Runde sich weggekämpft. Ich glaube, Russell hat insgesamt eine deutlich schnellere Pace als ich. Also der wird mich ein bisschen ziehen können. Und wenn die da vorne fighten, dann verlieren die sogar Zeit. Vettel jetzt noch 3,5 Sekunden weg. Ehre. George Russell mit der schnellsten Runde. Ja, ich kann da nicht wirklich mithalten, leider gerade. Also jetzt gerade kein DRS bekommen. Oh, Carlos Sainz, zieh bitte erst auf der nächsten Geraden vorbei. Danke. Mal schneller ist er auch. Von ihm kann ich mich auch ziehen lassen, aber da hätte es Zeit gekostet, wenn er mich da überholt hätte. Los, 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 los. Zieh vorbei. Ja, sauber. Weiter, weiter. Und Sebastian Vettel ist an der Box. Nach 21 Runden schon. Okay. Also, oh, 15 Runden. Nicht auf Medium, sondern auf Hard. Okay, das könnte wirklich für mich passen, dass ich da eventuell Sebastian Vettel besiegen könnte im direkten Duell. Max Verstappen wird leider gerade schneller. Das merke ich, weil der sich so ein bisschen durchs Feld pflügt. Der war 11. und ist jetzt direkt hinter Mick. Ich glaube, Mick ist auf 7. Ja, ist auf 8 jetzt, also Verstappen. Aber der muss auf jeden Fall auch nochmal in die Box. Also, der wird auf jeden Fall nochmal hinter Vettel zurückfallen, aber auch ein paar Leute überholen. Und da ist Max Verstappen tatsächlich an der Box. Ah, die müssen sich ja jetzt alle so ein bisschen durchkämpfen. Sebastian Vettel auch. Sebastian Vettel bedeutet es, dass der hier es sehr schwer haben wird, an mich ranzukommen, weil der hat jetzt sehr, sehr viel Verkehr vor der Nase. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Auto wollte da kurz ausbrechen. Da musste ich kurz die Lenkung aufmachen. Nicht gut. 27%. Ich habe keine Ahnung, ob wir im Plan sind oder nicht. Ich glaube aber schon. Und da ist Carlos Sainz drin. Carlos Sainz geht an die Box. Russell ebenfalls drin. Bottas ebenfalls drin. Bottas geht mit Mediums wieder raus. Heißt für Verstappen, der könnte beides haben. Entweder Hard oder Medium. Ich würde mal von Medium ausgehen. Ja. Also ich kann jetzt ganz gechillt meine Pace fahren. 13 Runden muss ich jetzt den Vorsprung verwalten. Ich schätze mal, etwas mehr als 20 Sekunden wird der wohl betragen. Zu Hamilton sind es ungefähr 13, 14 Sekunden. Oh, Bottas ist ja bei 13,5 Sekunden Rückstand. Okay, krass. Ja, okay. Eine Sekunde pro Runde muss er gut machen, ne? Und da Hamilton fightet, mehr. Bottas bei 15 Sekunden Rückstand. Oh mein Gott. Ehrenmann Hamilton. Ehrenmann Tsunoda extendet das sogar. Bottas 16 Sekunden hinten. Alter. Unfassbar. Fightet Bottas jetzt gegen Hamilton in den S-Kurven? Are you serious? Oh, es hat gekracht. Es hat gekracht. Aber wo? Ich habe keine Ahnung. Bottas kämpft immer noch gegen Hamilton. Bottas kämpft immer noch gegen Hamilton. 17 Sekunden Rückstand. Und Sebastian Vettel ist mit 23 Sekunden und fightet gerade gegen den Ferrari. Ich weiß es nicht. Carlos Sainz fightet gegen Sebastian Vettel. Und auch Max Verstappen kommt da jetzt nicht so gigantisch schnell gut nach vorne. Tsunoda jetzt an der Box. Der hat alles getan, was er tun konnte. Ehrenmann. Hamilton auch Ehrenmann.
Die haben beide getan, was sie tun konnten, um hier die WM-Chance eventuell noch aufrechtzuerhalten. Leider wird Max Verstappen dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen profitieren durch die Kollision da vorne. Aber hoffen wir mal. Jetzt kämpft sogar Russell dagegen. Sainz und Vettel, oh mein Gott. Also wenn Vettel nur Fünfter wird, das wäre unfassbar. Ja, ich pushe jetzt einfach mal 12 Runden. 1,3 Sekunden oder so pro Runde bräuchte mittlerweile Bottas, damit er da rankommt. Unfassbar. Okay, Valtteri Bottas fährt jetzt gleich über die Linie. Der hat 13 Sekunden Rückstand, 10 Restrunden. Bedeutet etwa 1,3 Sekunden pro Runde braucht er. Ich habe keine Ahnung, wie der Wert eben war. Aber wie gesagt, habe ich nicht im Kopf gerechnet. Ja, und das Ding ist, Max Verstappen fightet da hinten jetzt gegen Alfa Romeo. Wird dadurch allerdings auch eingeholt von etlichen anderen Autos. Das Wichtigste wäre jetzt, liebes Mercedes-Team im Spiel, bitte macht, dass Bottas Auto hält. Das wäre so wichtig, weil wenn das Auto jetzt nicht hält, wie etliche Male in dieser Karriere, dann holen Vettel und auch Verstappen mehr Punkte. Und so würde ich profitieren, wenn Bottas auf 2 ins Ziel kommt. Bitte, bitte, bitte. Okay, Valtteri Bottas holt auf jeden Fall ein bisschen mehr auf als diese 1,3 Sekunden. Ich würde sagen so 1,4, 1,5 eventuell aktuell. Ja, aber mal gucken. Ich bin auch aktuell so ein bisschen noch nicht im Full-Push-Modus. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer drin, wenn wir es brauchen. Bottas holt weiterhin ungefähr 1,3 Sekunden pro Runde auf. Jetzt ist er bei 9,0. Wenn man mit diesen 1,3 rechnet, dann müsste er jetzt bei 9,1 sein. Also, oh, der macht es mir echt nicht einfach. Das Verrückteste übrigens an diesem Rennen, wie ich finde, ist nicht mal unbedingt das, wo ich gerade bin, sondern dass George Russell nach wie vor die schnellste Rennrunde hat. Das finde ich so crazy. In dieser Runde müsste Bottas bei 7,8 sein, er ist bei 7,7 sogar. Also etwas mehr als 1,3 Sekunden und da ist im Mittelfeld irgendwas passiert. Kommt Bottas jetzt auf 6,5 Sekunden? Es sieht nicht so aus, 6,8. Ich habe mir ein bisschen Luft verschafft, sehr schön. Okay, die Reifen sind jetzt schon bei über 60%. Das spüre ich leider auch. Nicht unbedingt, dass die Vorderreifen abbauen, sondern dass die Hinterreifen abbauen. Aber Bottas holt in dieser Runde nur eine Sekunde auf, ich fasse es nicht. Von 6,8 auf 5,8. Es könnte klappen. Und Max Verstappen hat seine Aufholjagd größtenteils abgeschlossen. Ist nur noch Vettel vor ihm und ich behaupte mal nicht, also behaupte mal, dass er nicht mehr an Vettel rankommt. 5,8, 5,9. Komm weiter, Dave. Von 5,8 jetzt runter auf 5,0. Valtteri Bottas Reifenvorteil schwindet langsam, aber sicher. Wir machen ein bisschen Russell und Sainz Sorgen. Die fighten da schon ein bisschen länger gegeneinander. Hoffentlich werden die sich nicht gegenseitig aus dem Rennen nehmen. Denn dann sind Vettel und Verstappen sofort zur Stelle und können dann sogar noch aufs Podium fahren. Zumindest einer von beiden. Aber so sind die beiden Red Bull gerade auf 5 und 6. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit hinten die im Vergleich zu der eigentlichen Performance des Autos gerade sind. Lewis Hamilton ist aus der Session raus, okay. Es hat dieses Mal den richtigen Mercedes erwischt, sehr schön. Also, nichts gegen Hamilton, sondern in dem Sinne, dass halt Bottas mir gerade in der WM auf jeden Fall weiterhilft. Während das Hamilton halt nicht konnte. Sonst hat es sehr oft Bottas erwischt in dieser Karriere. So, und jetzt haben wir 2,7, 2,6, 2,5 Vorsprung zu Bottas. Für eine letzte Runde. 2,4, 2,3, eieiei. Der kommt echt gut ran, aber 2,2 jetzt nur noch. Wenn ich jetzt vorne bleibe, gewinne ich. Das ist Logik. 72% noch auf den Reifen. Was heißt noch? Schon. Noch wäre cool. Oh, ich habe noch super viel Gummi auf den Reifen. Und wir müssen extrem aufpassen. Eine Sekunde jetzt zu Bottas. 19 Sekunden. 73% auf dem Reifen. 74. In meiner Uncut-Karriere hatte ich hier schon mal in der letzten Runde einen Reifenplatzer, aber heute nicht. Halbe Sekunde zu Bottas. Und das ist es! Das ist die WM-Führung! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Und Mick holt auch noch einen Punkt! Wie geil ist das denn? Und selbst Latifi punktet! Stroll und Raikkonen im Williams, die punkten alle! Was ist mit den ganzen Leuten passiert, Alter?
Wir haben Haas auf 1 und auf 10. Wir haben Alpine auf 3. Wir haben Williams auf 7, Alfa Romeo auf 8 und Aston Martin auf 9. Und das mit der Aston Martin-Konstellation. Also selbst Latifi vor Tsunoda ist dann so, hä? Und das Verwirrendste daran ist, wir haben im Prinzip nur ein Mercedes auf 2, ein Ferrari auf 4 und Red Bull auf 5 und 6. Also nur 4 der Top-Autos sind da wirklich in den Punkten, aber auch nicht halt auf Platz 1 bis 4. Max Verstappen hat 8 Punkte geholt. Nicht mal die schnellste Runde ging an Red Bull. Ehrenmann George Russell an der Stelle auch noch. Und damit haben wir 9 Punkte Vorsprung zu Max Verstappen und 38 Punkte Vorsprung zu Sebastian Vettel. Ich glaube, es sind noch 3 Rennen. Oh mein Gott, Alter, wir haben Stand jetzt den WM-Verlauf gedreht. Und wir haben sogar, weil nur Valtteri Bottas gepunktet hat, zu Mercedes den Vorsprung ausgebaut. Und wer ist bei Ferrari eigentlich? Carlos Sainz und Charles Leclerc? Wait, ich dachte, Charles Leclerc sei im Williams. Das ist dann meine andere Karriere gewesen. Sorry, das war die andere Fahrerkarriere. Das heißt, Ferrari hat dadurch, dass Charles Leclerc raus ist, tatsächlich auch kaum Punkte geholt. Und damit sind wir von Mercedes und von Ferrari weiter weggezogen. Wie geil ist das denn? Williams bei 6 Punkten übrigens, jetzt vorbei an Aston Martin und Alfa Romeo. Warum auch nicht? Alter, verrückte Saison. Es ist unfassbar verrückt. Vor allem dieses Rennen, der Rennausgang. Crazy. Und jetzt mache ich noch ein schnelles Thumbnail und dann geht's weiter ins Hauptquartier. Und damit geht's auch nochmal ganz kurz in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Dort werden wir erstmal das Upgrade hier abbrechen. Bremsen sind aktuell okay, aber mehr würde ich ehrlich gesagt nicht wollen. Die sind schon super, super nervös. So. Kleiner Tipp. Nicht nur alle Upgrades möglichst sichern für die nächste Saison, sondern insbesondere die großen Upgrades. Weil große und vor allem auch ultimative Upgrades auch eine längere Entwicklungszeit haben eigentlich. Und wenn ihr halt die großen als erstes sichert, dann spart ihr euch auch für nächste Season die Entwicklungszeit. Ha! Ja, kleiner Tipp von mir. Also gerne machen. Und ja, beim nächsten Mal können wir noch weitere Upgrades sichern. 32 Punkte dafür. Crazy. Ja, und damit, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, das gerne auch noch oben da gerne Abo raus, wenn wir nächstes Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Ciao.